Guten Tag, liebe Frau. Braucht ihr eine Pfanne? Beste Qualität, gute Frau. Nein, hier nein. Das ist Edel im Stahl, da brennt doch nichts an, gute Frau. Nein, danke, vielen Dank. Ich brauche keine Pfanne. Habe ich nicht gesagt, die Frau ist mit Pfannen versorgt. Wiedersehen. Wiedersehen. Habt ihr Kartoffeln? Hab ich nicht. Aber ich werde sie bezahlen. Nein, 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 ich hab keine, ich hab keine. Franzl, weg von den Leuten, komm heim. Und schließ das Tor. Geht jetzt, Leute, geht. Ich habe eine Menge zu tun. Maria, komm nach Hause, los! 1, 2, 3, 4, 5. Marian, die Töpfe in den Hof. Gott sei Dank alle noch da. Mutter, lass mich doch bitte bei den Zigeunern zugucken. Wo denn? Im Dorf! Im Klosterdorf! Wird doch langsam Zeit. Es soll Leute geben, die schrecken vor überhaupt nicht zurück, damit sie mal aus dem Haus kommen. Und sei es nur, um sich irgendwo kurieren zu lassen. Und was ist dabei die beste Medizin? Wodka, Bier und Wein. Nicht alles auf einmal. Aber Wein auf jeden Fall. Natascha gibt ihn gern und reichlich. Großvater, fährst du wirklich zu der Wunderheilerin? Ich möchte keine Danke. Seit gestern Abend habe ich wieder Schmerzen. Du weißt ja, dieser Rheumatismus. Oh, Philipp wird schon angespannt. Adele, sagt der Wirtin, sie soll sich beeilen. Es ist schon genug Zeit vertrödelt worden. Oh, oh je. Ich bin mal gespannt, wer für mich die Arbeit verrichtet. Aber wie der Herr Wirt befiehlt. Einsteigen und abfahren. Adele, pass mir ja gut auf das Gasthaus auf. Ist gut, Frau Wirtin. Jana, komm schnell! Die Zigeuner sind da! Ich bin Sat Adele. Kaum hört Jana Zigeuner, verliert sie den Verstand und ist weg wie der Wind. Zukunft voraussagen? Kannst du das denn? Ja.
Also, du wirst lang leben, sehr lang. Und du wirst sehr glücklich sein. Zeig mal, das ist aber ein schöner Ring. Das ist ein Zauberring, weißt du? Du kannst damit zaubern, aber natürlich, wünsch dir was. Ich wünsch mir Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, dazu brauche ich keinen Zauberring. Oh, sind das schöne Perlen. Gefallen sie dir? Aha. Wie wär's, wenn wir tauschen die Perlen gegen... Eier, sagen wir... Dein Ring. Einverstanden. Aber nur heute, bis zum Abend. Gut, nur für heute, bis zum Abend. Jetzt kann ich mir die Kartoffeln ja selber herbeizaubern. Das brauchst du nicht. Komm mit. Na komm. Los, komm. Ich heiße Jana. Ich heiße Anita. Warte hier auf mich, ja? Ja. Adelchen. Wenn es der Herr Wirt und die Frau Wirtin nicht erlaubt haben, rührte niemand was an. Großvater wäre bestimmt einverstanden. Außerdem, hier hat's keine Kartoffeln, die sind im Keller. Komm mit in den Keller. Ich kann nicht kommen. Er will mich nicht durchlassen. Der macht nichts. Er gehört mir. Geh einfach an ihm vorbei. Ja. Unheimlich. Hast du denn Angst vor den Kartoffeln? Nein, hier sind Fledermäuse. Die machen doch nichts. Hättest du auch gern Wurst? Nein, nein, ist nicht nötig. Vielen Dank. Nimm dir welche. Wir haben genug. Nimm dir ruhig noch mehr. Nimm so viel du magst. Leute, da kommen Kartoffeln. Jetzt gibt's für alle was ordentliches zu essen. Sie will kein Geld. Dann danken wir dir mit Musik. Ist dir das recht? Hey, Tiran!
zurück! Wieso steht die Kellertür offen? Weiß ich doch nicht. So, also. Jemand ist im Keller gewesen und hat Kartoffeln mitgenommen. Speck fehlt und Würste auch ein paar. Und du hast nichts gesehen? Ich musste die ganze Zeit bedienen. Hier ein Bier, dort ein Bier. Jana ist mit einem Zigeunermädchen hier gewesen und wollte Kartoffeln haben, aber ich habe ihr keine gegeben. Mit einer Zigeunerin? Na, dann ist ja alles klar. Wir müssen die Polizei verständigen. Ja, die Zigeuner. Adele, gibt es vielleicht Zeugen? Nein. Hat sie jemand auf frischer Tat ertappt? Nein. Und gleich wieder auf die Zigeuner. Na bitte, schon wieder bleibt alles an mir hängen. Muss ich eben zu den Zigeunern gehen und unsere Sachen zurückfordern. Halt. Philipp, spann die Pferde aus. Alte Zigeunerin sagt die Wahrheit. Er sagt, was war, was ist und was sein wird. Für das Haus, das Herz und die Familie. Alte Zigeunerin muss nur die Menschen ansehen und schon weiß sie alles über sie. Der Mann, der dort kommt, siehst du ihn? Das ist ein stolzer Mann, ein Mensch, der sich von der Erde lösen will, um sich wie ein Vogel hoch in die Lüfte zu heben. Doch er wird herabstürzen. Oder er ist es vielleicht schon. Aber wie eine Katze auf allen vier Pfoten. Woher können Sie das nur alles wissen? Ach bitte, jetzt über mich. Du wirst Ärger bekommen. Mit einer Frau. Einer Blonde. Sie nähert sich dir schon. Sie kommt näher, immer näher. Ja, elegant ist sie mit einem hübschen Hut. Eine schlankwüchsige Person. Aber sie mag es nicht, wenn du dich ihr widersetzt. Das ist meine Mutter. Wer ist euer Ältester? Der da hinten. Wer ist der Älteste? Willkommen, willkommen. Seid unser Gast, liebe Frau, bei Bratkartoffeln und frischer Wurst. Diese Kartoffeln kommen aus meinem Keller. Wir sind nicht gestohlen. Wir stehlen nicht. Was ist mit der Wurst? Und dem Speck? Mama! Ich habe Ihnen die Kartoffeln gegeben. Auch die Wurst und den Speck. Und wer hat es dir erlaubt? Aber wir haben doch so viel. Und es reicht noch lange für uns. Du gehst sofort nach Hause. Wir unterhalten uns später noch darüber. Verzeihen Sie bitte, ich wusste nicht, dass meine... Was wollt ihr für die Sachen haben?